Willkommen auf Weekly Otakus. Heute gibt's nach ewiger Zeit mal wieder einen ganz normalen Vlog und ihr seht vielleicht, ich bin ein bisschen müde heute. Deswegen machen wir es heute mal im Liegen und nichtsdestotrotz ist das Thema nicht weniger interessant. Und zwar soll es heute um deutsche Anime-Openings gehen. Viele von euch werden wissen, in letzter Zeit, wo kaum TV-Sender sich an irgendeine neue Serie im Anime-Bereich wagt, gibt es eigentlich immer die original-japanischen. Früher war es hier so, bei RTL 2 hauptsächlich noch, dass man zum Beispiel bei One Piece ein deutsches Opening hatte, Dragon Ball Z und. Und auch im MTV-Bereich oder auf Viva Helsing zum Beispiel hatte ein eigenes Opening, nicht das original japanische. Und in letzter Zeit kommt sowas kaum vor. Und ich wollte euch mal fragen, wie ihr so zu deutschen Openings steht. Bei mir war es ja so, dass jetzt egal ob, ich habe es mir mal aufgeschrieben, bei welchem besonders, Inuyasha, Fliegt durch die Zeit, Digimon, Lebt deinen Traum, Detektiv Conan, Frag in meinem Kopf, das erste One Piece Opening, die Legende, oder Yu-Gi-Oh! Es ist Zeit für ein Duell, bei MTV, Lupin der Dritte, oder Vision of Escavlon und. Und das sind alles so, besonders bei RTL 2, die ersten Openings gewesen. Die fand ich meistens richtig cool. Dann bei den späteren Staffeln hat es meiner Meinung nach ein bisschen nachgelassen. Da gab es ja auch mal diese Anime-Hits-CD, was man auch kaufen konnte. Eigentlich in letzter Zeit gibt es sowas überhaupt nicht mehr. Natürlich sind die japanischen Openings schön. Die meisten sind halt ein bisschen, sag ich jetzt mal, poppig, so J-Pop-mäßig aufgemacht. Ist nicht jedermanns Sache, ich find's ganz schön, aber zum Beispiel bei Guilty Crown finde ich das Opening richtig toll, von der Musik her, oder bei Parasite. Das ist jetzt nicht J-Pop. Gibt einige gute, aber wie gesagt, so die deutschen Openings sind quasi Geschichte. Aber es sind viele gute rausgekommen, oder auch zu Monster Ranger, das fand ich richtig cool. Wer kennt Monster Ranger noch? Und leider darf ich hier ja keine Openings zeigen. Deswegen, ein paar haben bestimmt auf YouTube die aber trotzdem hochgeladen. Deswegen werde ich euch die in der Infobeschreibung mal verlinken. Dann könnt ihr durch ein paar Openings stöbern, ein paar deutsche Openings. Und auch die Anime-Hits, die es mal gab, wo die eben alle drauf waren, die werde ich euch auch mal verlinken. Alles in der Beschreibung. Sagt mir mal eure Meinung zum Thema. Und dann war es das mit diesem kurzen Vlog. Und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.